Ich weiß, es kommt ein bisschen überraschend, aber wir haben eine Bandlist. Und dann würde ich sagen, da starten wir nochmal ganz normal rein und gucken einmal, was die Bandlist so zu bieten hat. Let's go! Die ist gültig ab dem 1.12. Das ist schon mal ziemlich gut, also in einer Woche. Und dann gehen wir da einfach mal rein und gucken mal, was hier passiert. Also hier passiert erstmal nichts Neues. Also es ist kein neues Monster verboten, was jetzt ein Fake-Monster ist. Das ist schon mal weird. Okay. Oh! Oh, oh! Curious! Auf Null! Auf Null! Das, ja, hätte ich jetzt nicht erwartet. Kommt meiner Meinung nach ein bisschen spät. Ja, nehmen wir einfach mal so mit. Aber finde ich auf jeden Fall richtig Hit. Denn die Karte kann in Zukunft so viele Sachen machen. Nicht mit den Shizu-Karten, sondern auch mit anderen Karten. Deswegen ist gut, dass die Karte auf jeden Fall banned ist. Dann, was haben wir denn noch so Schönes? Okay, da passiert nicht so viel. Ja. Oh mein Gott! Sie haben es wirklich gemacht! Oh mein Gott, es ist wirklich passiert! Mystische Mine ist verboten! Hier, auf Null! Auf Null darfst du nicht mehr spielen! Yes! Ich weiß, Mystic Mine haben viele gesagt gehabt, ja, ist eine Karte, die ist im Game irgendwie fair, die rotiert rein, rotiert raus. Ich bin schon immer ein Mensch davon gewesen, Mystische Mine ist eine Karte, die macht als einzelne Karte viel zu viel. Ja, jetzt ist es banned, ich freue mich drüber. Weiter geht's. Okay, also wir haben zwei Hits, die banned sind. Das Mine und Curious. Ich bin gespannt, was sonst noch passiert ist. Oh! Oh, oh, oh! Der Herold des orangenen Lichts ist auf 1 gegangen. Das ist natürlich extrem wild. Das schwächt natürlich extrem dieses Ishizu Tierman's Deck, weil es natürlich nicht mehr so viele Interruptions hat für den Shifter. Ob das jetzt wirklich die richtige Entscheidung war, ist die Frage. Aber das ist auf jeden Fall interessanter Hit. Auch der klassische Konami, wenn ich das mal so anmerken darf. Mal gucken, was sonst noch so passiert ist. Okay. Da scheint nicht so viel passiert zu sein. Okay, das sind alle vier Sachen. Es ist nur der Herold auf 1. Also zumindest irgendein Telement-Name oder so, oder Pellereien oder so ein Scheiß. Also das wäre doch mal gewesen. Okay. Dann haben wir vorgetragener Star zurück auf 2. Die Karte zurück auf 2. Zurück auf 2 finde ich sehr, sehr cool. Ich mag das Deckthema ja sehr gerne. Und mit der Karte auf 2 zurück haben wir wieder mehr Optionen, das Deck zu spielen. Ich habe, glaube ich, Bock, das mal wieder auszupacken. Jetzt mit der Karte auf 2 ist auf jeden Fall Fiesel. Das war's aber mit den Karten, die auf 2 zurückgegangen sind. Sprechen wir mal ganz über die Karten, die jetzt zurück auf 3 sind. Also, Ptolemäus ist zurück auf 3. Das ist die Karte, mit der ihr Infinity machen könnt. Also, die hier. Da könnt ihr quasi einfach einen Rang 5 oben drauflegen und dann könnt ihr halt Infinity haben. Cool, cool. Das hier wird wahrscheinlich die Ishizu Leute nicht so freuen. Dimensionsriss wieder zurück auf 3. Das ist eigentlich gar nicht so bad. Es ist ein Floodgate, was extrem nervig ist. Aber ich glaube, im aktuellen Format ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt, die Karte wieder zurück auf 3 zu setzen. Dann Tenki. Marco Kosmos ist auch zurück auf 3. Ach, die kriegen uns auf jeden Fall alle Karten zurück, um Tielmans komplett kaputt zu machen. Und Metaversum geht zurück auf 3, weil die Mine logischerweise jetzt auf 0 ist. Ja, die Änderung, Curious banned, Mine banned, Herold auf 1, auf 2, auf 3, auf 3, auf 3 und auf 3. Was sagt ihr zu der Banlist? Ich würde sagen, wir springen mal ganz kurz auf Card Market, weil das könnte sehr, sehr spannend werden. Wie man hier sieht, Leute sind wieder im Banlist-Hype.
Den Rest werden wir uns gar nicht angucken, weil das alles Preise sind, die unglaublich dumm sind. Kauft auf jeden Fall nicht, denn ihr werdet es erstmal aktuell nicht brauchen. Dann würde ich sagen, das war's für heute Video. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.